Halt's Maul! Hey Kinder, ich bin Sergeant A-News. Es gibt zwei Typen von Menschen auf unserer Erde, die nichtsnutzigen Kriminellen und die Hüter des Gesetzes. Deshalb bin ich hier, um euch zu zeigen, wie man ein Polizist werden kann. Los geht's! Steh auf! Hoch, hoch! Schritt 1. Eine Politesse sein. Eine wichtige Sache ist es, sich immer daran zu erinnern, dass... Sir, Sie haben dort illegal geparkt! Dieser Parkplatz ist ausschließlich nur für Behinderte! Entschuldigung, dann fahre ich meinen Wagen weg. Er widersetzt sich der Staatsgewalt! Handicapped! Schritt 2. Problemlösung. Wenn du irgendwann mal ein Problem haben solltest, dann hilft für gewöhnlich das Schießen. Kein Geld? So report! Blöder Kanal! Smart! Strafzettel bekommen? Meter Raids! Schritt 3. Geschwindigkeitsüberschreitung. Eine der Vergünstigungen, ein Polizist zu sein, ist die, dass Frauen immer ihre Brüste zeigen, um kein Ticket zu bekommen. Officer, gibt es da etwas, was ich tun kann, um kein Ticket zu bekommen? Die Flapjacks! Schritt 4. Bleibe hydriert. Schritt 5. Hab Spaß. Es macht immer Spaß, bei einer anderen Abteilung einen Scherzanruf zu machen. Wir haben einen Notruf bekommen, dass wir jemanden mit explodierendem Durchfall haben. Wer ist es? Es ist eine Frau. Oh, nicht schlecht, A-News. Aber mal ehrlich, wie geht's deiner Frau? Du weißt schon, dass sie tot ist. Cool, meine auch. Single, ready to mingle. Schritt 6. Rechtsdurchsetzung. Egal, was die anderen sagen, verkehrswidrig eine Straße zu überqueren, ist eine Straftat. Verkehrswidrig eine Straße überquert! Tut mir leid, Sir, aber ich muss hier rüber. Und wieso hast du nicht den Zebrastreifen genommen, du nichtsnutziger Krimineller? Es kommen doch noch nicht einmal Autos. Bullshit! Wir haben nicht ohne Grund unsere Gesetze. Wenn ich dich nicht vor verkehrswidrigen Überqueren der Straße gehindert hätte, dann hättest du von einem Auto getötet werden können, du blöder Kriminelle. Vielen Dank fürs Abonnieren. Stehen bleiben, du krimineller Abschaum. Hör auf, nach Abonnenten zu betteln. Aber ich habe doch nicht gebettelt. Ich habe mich doch bedankt dafür, dass sie... Bullshit!